So ein paar Hilfen zur Aufgabe 13. Also ich habe jetzt hier A, B, C. So, A, B, C, D. A, begründe, dass die ein Quadrat sind. Also da wäre jetzt mal praktisch, dass die gleich, Quadrat heißt gleich lang. Ja? Also Betrag von A, B gleich, Betrag von B, C gleich und so weiter. Beträge alle gleich. Dann brauchen wir noch rechten Winkel. Das geht mit dem Skalarprodukt. Ja? A, B, Skalar, A, D. Muss 0 sein. Wenn ich einen rechten Winkel habe müssen und die sind alle gleich lang, dann stimmt alles. Das war schon mal die A. Dann bei der B, ich habe jetzt hier so ein S und die sind immer gleich lang. Und das Gemeine ist, S ist ein, hat einen Parameter minus 1 plus k 3,5 plus 2k. 0,5 minus 2k, 0,5 minus 2k. Und a war minus 1, 2, minus 1, minus 1, 2, minus 1. So, jetzt sollen wir zeigen, dass, jetzt hier ist ja so ein k noch, sk, der Betrag, ist der Betrag, nein, nicht sk, sa, so, sa ist gleich sb. Okay, also Beträge. Ich habe eine Pyramide und sage, die ist gerade. Und SA, da machen wir Spitze minus Fuß. Also Betrag von SA ist der Betrag von, so, Spitze minus Fuß. Spitze ist minus 1 plus k, 3,5 plus 2k, 0,5 minus 2k. Jep, minus, minus, minus. Und der Fuß war minus 1, 2, minus 1. Genau. Und Betrag. Und weiter geht's. Da habe ich jetzt k. 1,5 plus 2k. 1,5 minus 2k. So, Betrag. K Quadrat plus 1,5 plus 2k Quadrat plus 1,5 minus 2k Quadrat Wurzel draus. Und hier darf man das Binom nicht vergessen. Ja, also a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Hier genauso, Binom. Und rechnen, rechnen, rechnen. Und was da rauskommt, muss das gleiche sein, wie das, was rauskommt, wenn ich jetzt sb mache. Ja, genau, das ist die Idee hinter dieser Aufgabe. Bisschen viel Arbeit. Man muss vielleicht nicht sämtliche Buchstaben durchgehen, aber so ein, zweimal dieses Prinzip schon durchmachen. Dann C, mal das Kreuzprodukt ausrechnen, sollte man hinkriegen. Was der Mittelpunkt, wenn ich so eine Pyramide habe, so S, dann ich so. Hier ist M. A, B, C, D. Das ist eine gerade Pyramide. Also in der Mathematik können Pyramiden auch dreieckig und irgendwie schief sein. Und eine gerade Pyramide schaut ägyptisch aus. Was die nicht wollen, ist dieser Punkt M, aber ich will den vielleicht. Und ihr geht immer davon aus, dass es irgendwo einen Nullpunkt gibt. Also wie schicke ich jetzt jemanden nach M? Nach M schicken sie den zum Beispiel, indem sie von 0 nach A gehen und dann die Strecke AC zur Hälfte. Also 0a plus 1/2ac. Brauchen wir eigentlich kennen. Ja, so. Und dann sind sie bei m. Ja, und das kann man hier so machen. Also das ist hier m ist gleich 0a. A ist ja minus 1, 2, minus 1. Minus 1, 2, minus 1. Plus 1/2ac, Spitze minus Fuß. Minus 1, 5, 2. Minus 1, 5, 2. Minus, minus, minus. Und jetzt kommt das a. Minus 1, minus 1, 2. Jetzt so ausrechnen und dann kriegt man das M. Ja. Und berechne das Volumen der Pyramide auf zwei Wegen. Das ist eine schöne Aufgabe, weil Volumen ist ein Drittel Grundfläche mal Höhe. Also klassisch. Ja, so. Bei der Höhe, das ist der Betrag von, ich kenne ja es gar nicht. Ja, in Abhängigkeit von K, das ist ja hart. Ja, also H ist der Betrag von MSK. So. Und da habe ich Länge mal Breite. Ja, Länge mal Breite. Ich habe ein Quadrat. Ich habe ja schon
A, B berechnet, also die eine Seite und auch mal B. Ja. Und die zweite Lösung ist V gleich ein Drittel Betrag. Und dann ist es hier mit dem Kreuz. Kreuz und Skala A mit dieser neuen Formel, die wir da hatten. So, ja, so. Erstes, zweites. Und mit diesen Hinweisen sollten Sie es schaffen, diese doch schwierige, zugegebenermaßen schwierige Aufgabe zu lösen.